Hallöche, Freunde, herzlich willkommen zu einem, ja, wie soll man sagen, recht regnerischen Tag in The Hunter Call of the Wild PlayStation 4. Ich hatte letztens eigentlich eine Aufgabe erledigt gehabt, und das ist die mit der Lösung finden, also die Schwarzbären-Code. Irgendwie wurde die anscheinend nicht gespeichert und ich musste die halt nochmal machen, was ja ein kleines bisschen blöde gerade ist. Aber das soll eigentlich... Es fängt schon wieder an. Es fängt schon wieder an, Freunde. Hat es mich mitbekommen? Ich will eigentlich Code suchen. Ich bin mal zweit hinterhergesetzt, der hat aber nichts gebracht. Keine Ahnung, jedes Mal, wenn ich anfange, habe ich irgendein Tier vor mir, was schon langsam echt merkwürdig ist. So, ich habe auch bald genug Geld zusammen, um mir eine bessere Waffe zu holen. Ich will mir ja, na gut, ich will mir die Magnum holen, ne? Gerade für die Bärenjagd, da truppt das Vieh weg. Ich will erstmal jetzt kurz nochmal schauen. Ich glaube, das, was waren das überhaupt, die Wesen? Da war wieder irgendein Hirsch gewesen. Werde dann nebenbei noch den Bärenkot suchen und mal gucken, was uns noch so... Wie soll man sagen, vor die Flinte rennt. Das gibt keine Punkte. Alter, erstmal das Eichhörnchen mit dem Gewehr niedergestreckt. Ich weiß, es ist schon ein bisschen makaber, aber es war halt da, ne? Es ist ein Jagdspiel. Gut, ich glaube im europäischen Raum die einzigen, ja, sagen wir es so, eichhörnchenartigen Tiere, die schädlich sind, sind ja diese grauen Eichhörnchen, nicht die roten, also das, was ich eben gerade abgeknallt habe. Ich glaube, die grauen sind auch zum Abschuss freigegeben, sind glaube ich amerikanische Eichhörnchen, soweit wie ich weiß. Und die töten die unsere Einheimischen, ne? Oder nehmen zumindest irgendwie Lebensraum oder Fressen weg. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Und... Was ist denn da hinten schon wieder? Also, dich habe ich gut getroffen. 99%. Effizienzbonus, waren jetzt das selten gewesen. Achso, ich wollte erstmal den Code suchen. Den haben wir. Aber diesmal in diesem Bereich. Okay, da habe ich, denke ich, mal noch einen weiten Weg. Ich mache mir mal ganz kurz, nein, nicht Map wechseln. Eine Markierung. Damit wir ungefähr wissen, wo wir hin müssen. Da hinten. Jetzt muss ich den ganzen Weg laufen. Ah ne, wir haben ja. Wir können uns ja von hier aus. Das ist sogar der komplette Bereich. Das heißt, wir können uns eigentlich hier hin porten. So, dann machen wir das von hier aus. Weil wir sollen ja eigentlich bloß den Code suchen. Vielleicht danach noch abknallen. Dann fahren wir mit dem Quad eine Runde. Das geht, glaube ich, immer ein bisschen schneller. Erholen. Ist er da? Ist da. Gott. Dann schauen wir uns hier in der Umgebung um, ob wir da noch ein bisschen Kot finden. Und ja, wir haben ja schon einige Male festgestellt, dass das Fahren mit dem Ding hier recht schwammig ist. Und ich denke mal, dass dieses Wetter, was wir jetzt gerade haben, das noch ein kleines bisschen begünstigt. Vogelscheuche! Wir haben eine Trophäe bekommen. Ich weiß, mein Kopf ist immer davor. Dann schauen wir erstmal nach Bärenspuren. Weil wenn wir die Spuren haben, dann haben wir auch gleichzeitig die Kacke. Was haben wir hier? Das ist keine Bärenkacke. Oder was war das? Ist das Bärenscheiße? Ne, ist auch keine Bärenscheiße. Außer natürlich, er hat so einen Köttelschiss. Haben wir hier. Auch keine Bärenkacke. Die habe ich meistens, also die Bären habe ich meistens immer hier hinten in dem Bereich gesehen. Sind noch ein paar kleine Spuren. Und ich hab mal rumgeguckt. Also die Frage auf das hin, wie das nun ist hier mit Kleintiere schießen, also Vögel und sowas alles drum. Und dann hat mir noch keiner so eine richtige Antwort gegeben, ob das jetzt nur geht oder nicht. In der Theorie müsste es ja gehen, ist ja ein Jagdspiel, ne? So, das sind die falschen Spuren. Aber gut schon mal, dass wir eine Trophäe bekommen haben mit Vogelscheuche. Weil wir hier alles verscheuchen, was in die Quere kommt. So. Wo haben wir Bärenkacke? Ich weiß auch nicht, habt ihr das auch manchmal, dass er nicht speichert?
Also ich beende das Spiel nicht mit der PlayStation-Taste. Ich... Hört sich komisch an hier. Nicht mit der PlayStation-Taste. Ich gehe sogar ins Hauptmenü zurück, weil mir das immer sicherer ist. Sind wir jetzt hier? Hallo? Zeig mal an. Das Gebiet ist groß, Freunde. Das Gebiet ist richtig groß. Können wir lange suchen. Also ich beende das Spiel ganz normal, gehe ins Hauptbild zurück und dann schließe ich das Spiel. Trotzdem speichert das manchmal nicht, was mich ein bisschen irritiert. Wisst ihr, woran es liegt? Und es kam immer noch kein Update. Für Dings, wie heißt das? Die Schneelandschaft. Ich glaube, Sibirien war es. Ich will langsam, dass das mal kommt, weil auf PC ist es ja schon altbacken. Sag ich mal so, es gibt's da schon lange. Nur bei uns hier noch nicht. Ich weiß nicht, Xbox-Spieler unter euch. Habt ihr's? Jetzt schreibt nicht ja, dann ist es nicht da. Ich gucke, ich prüfe das nach. Ich will es ja bloß erstmal von euch wissen. So. Wo sind... Nicht Bäume. Wo sind die Bären? Ich muss doch die Scheiße... Die Kott finden. Guck mal auf den Berg. Da sind, glaube ich, die Chancen immer recht hoch. Was haben wir hier? Ey, das ist hier nur Rehe und so ein Kladderadatsch. Ich will hier mal jetzt Bärenkacke finden. Ey, wenn man schon auf der Suche ist nach Kacke, ne? Und hier keine bösen Absichten hat, wird das da oben? Weil ich will hier nicht alles umballern. Ich nehme auch bald wieder mal, jetzt fahr da mal ordentlich, den europäischen Bereich. Er fährt schon seitwärts. Weil ich kann ja nicht immer nur den amerikanischen Bereich machen, ich wechsle ab und zu mal durch. Wie gesagt, wäre schön, wenn, ja, auch wenn es ein DLC ist mit 20 Euro, wird mir nicht stören. Würde ich bezahlen. Nur, dass ich immer ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, auch, es geht ja Richtung Dezember, ne, dass wir so ein bisschen Weihnachtsstimmung drin haben. Zu Weihnachten Rentiere schießen oder sowas. Und den Weihnachtsmann. Ey, da ist irgendwas Fettes, bam! Oh, das war der Weihnachtsmann. So, noch die 300 Meter. Hier muss doch irgendwo mal eine Bärenspur kommen. Das kann doch nicht wahr sein. Sonst haben wir die in Hülle und Fülle gehabt, letzte Folge. Vorletzte Folge. Aber jetzt ist hier echt Dead Hose. Wir gehen mal wieder da oben hin. Da hatten wir eigentlich immer bei den Bahnschienen immer recht Glück gehabt. Aber die gibt mir aber ein ganz schön großes Gebiet auf, ne? Wenn du mal überlegst. Kann ja mal da hinten hin switchen, da waren wir noch nicht. Wo ist es? Da. Mal ein bisschen durch den Wald kämmen. Obstlager. Können wir hier? Ey, du hast sie nur. Ich reg mich zu viel auf, Freunde. Ich müsste eigentlich bei dem Spiel viel mehr entspannen. Ich fahre mit einem Quad durch den Wald. Was ist deine Entspannung? Alter. Ich will mal gerne hier wissen, wer hier der Förster ist. Wer hier durchforstet, bitteschön. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist alles naturbelassen, das ist Wildnis. Ne? Also hier wird nicht durchgeforstet, aber dafür sieht es ja sauber aus. Bis auf einige Baumstümpfe. Wildnis ist ja immer so ein Begriff, ne? Also gerade die, sagen wir es sagen, die ein bisschen was mit Forst und so zu tun haben, die werden erkennen, zum Beispiel bei uns in Deutschland, es gibt keine Wildnis. Es gibt in Deutschland keine Wildnis, denn alles ist irgendwo kontrolliert. Wildnis ist wirklich das, dass der Mensch gar nicht eingreift, dass er wirklich nichts macht, weder drinnen jagen, noch irgendeinen kleinen Ast umknicken. Und sowas haben wir halt nicht. Ich glaube, Wildnis kannst du wirklich sagen, so Sibirien-Region. Da ist wirklich Wildnis, da ist kein Mensch, da fässt niemand was an, da wird die Population nicht verändert. Zum Beispiel bei uns ist es ja so, Wildpopulation, wenn irgendwas zu viel wird, zum Beispiel Rehe, Hasen und so weiter, dann werden die zum Abschuss freigegeben. Liegt aber auch daran, in Deutschland, weil bei uns, da gibt es keine natürlichen Feinde. Also so ein Hase, ne, was hat der als Feind? Nix. Bei uns
in Deutschland jetzt hier, Thüringen-Bereich, gab es ja, was ist mit dir los, einen Wolf, ne? Und der hatte ja auch Junge bekommen. Eine Wölfin war es. Eine Wölfin, und die hatte sich aber mit dem Hund ja weiter gepaart und wurden dann auch zum Abschluss freigegeben. Das Ding ist halt, Wolf an sich ist ja nicht so schlimm, ne? Der hat, ist scheu, also der haut vom Menschen ab, der reißt zwar Schafe, was die Schafshirten gar nicht gefällt, aber es war halt das Problem, dass dieser Wolf sich mit einem Hund gepaart hat. Und diese Kombination, die Welpen, das kann nämlich das passieren, was nicht passieren soll. Diese Kombination, die da drin ist, dass die Welpen, wenn die ausgewachsen sind, so Wolf- und Hund-Mix sind, ne? Und die können zum Beispiel die Scheu vom Menschen verlieren, aber trotzdem noch dieses, wie soll man das sagen, dieses Animalische von dem Wolf haben. Das heißt, der wird sich denken, ey, das ist ein Mensch, ist Beute. Und das hätte ein Problem werden können, deswegen haben sie die zum Abschluss freigegeben. Es ist zwar schade, ich weiß nicht, ob sie die Wölfin auch erschossen haben, aber es wäre echt schade, wenn man diese Tiere erschießt. Ich mag Wölfe. Das Ding ist halt bloß, wenn man sich mit dem Hund paart, ist dann doch schon ein bisschen scheiße. Wenn wir natürlich in Deutschland Wölfe hätten, die meisten sagen immer, ja, es ist schön, wenn wir in Deutschland wieder Wölfe hätten und so weiter und so fort. Aber wenn dann irgendein Tier gerissen wird, ein Schaf oder irgendwas, dann, oh, erschießt das Tier, erschießt das Tier. Das ist normal. Also wenn man Wölfe haben will, dann muss man sich darauf einstellen, okay, die gehen auch mal auf die Schafe los. Ganz normal. So, warum ist hier eigentlich nichts? Wer bist du denn? Rumpfschrei. Komm, wir finden hier eh nichts. Zumindest heute finden wir hier keinen Kot. Aber wir sind hier in der Windrichtung echt gerade nicht gut aufgestellt, ne? Für Hirsche habe ich, glaube ich, gar keine Flöte dabei. Schade. Ich hätte mal rangepfiffen. Wie gesagt, da könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare donnern, wie ihr das finden würdet. Wölfe in Deutschland, ja, nein. Gibt ja halt Vor- und Nachteile. Ich meine, es ist schön, wenn man wirklich, wenn man so zurückdenkt, geraume Zeit, paar hundert Jahre, weiß ich nicht, schieß mich tot, waren ja auch Wölfe hier. Ne? Der Lebensraum hat sich einfach nur verändert, weil der Mensch da ist. Ist halt immer das Ding. Der Mensch greift halt auch sehr viel überall ein. Ich meine, es gibt gute Dinge und schlechte Dinge. Sagen wir so, Müll und sowas, alles, was in den Wäldern und so verteilt wird und Wege, Straßen und so. Für uns ist das natürlich alles ganz praktisch. Wir haben eine Erleichterung im Leben, aber wir nehmen halt den Tieren sehr viel Raum. Was dann auch ein bisschen, ich bin jetzt kein Naturschützer oder irgendein Freak. Das ist einfach nur, ja, Freak kann man dann, sagt man dazu gar nicht. Aber, immer noch der Brumpfschrei. Ich sehe es mal so, ich sehe die Welt halt ein bisschen realistischer und ich sage auch, das ist zu viel, was wir machen. Also zu viel gegen die Natur. Da ist er ja. Ja. Ne, lebt noch. Ja, keine Ahnung. Ist so zwiegespalten. Man will halt, jeder Mensch will irgendwo in seinem Leben ein bisschen Luxus haben. Aber irgendein Bereich muss halt was anderes darauf verzichten. Ist halt normal im Leben. So, Lungenschuss 100%. Effizienzbonus immer noch nicht, weil die Knarre zu groß ist. Wie sieht's eigentlich mit einem Schotter aus? Geldmäßig 22.000. Wir brauchen 36.000, glaube ich, ne? Für die nächste größere Waffe. Gewehrpunkte-Bonus. Wir haben wir eigentlich schon Fertigkeitspunkte wieder. Fertigkeitspunkte ausgegeben. Ich bin immer noch auf Pirscher. Schauen wir uns kurz. Gesundheit, das brauche ich eigentlich nie. Gesundheit ist für mich echt hier sinnlos. Was haben wir denn hier? Richtungsverfolgungskegel, kleiner, bla 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 bla. Haben wir noch einen Punkt? Haben wir noch einen Punkt? Wir haben einen Punkt. Geschlecht des Tieres. Fußspuren, Rufe untersuchen. Aha, okay. Wir machen das mal. Da gibt's drei Punkte. Können wir einmal verteilen. Und Verteilung hier können wir auch noch. Wir haben hier auch noch einen Fertigkeitspunkt.
Ich mach weiter auf Gewehre erstmal. Atem. Und was haben wir hier? Zielmodus. Schnelle Einsatzbereitschaft aller Waffen. Nach dem Feuern. Hört sich eigentlich ganz gut an. Ausatmen. Reduzieren. Zittern. Mit dem Luftanhalten mache ich so selten. Da gebe ich lieber hier nochmal einen Punkt aus. Schauen wir vielleicht auch noch so irgendwas gefangen kriegen. Vielleicht haben wir ja Glück und finden noch ein Bärchen. Oder zumindest den Bärenkott. Was haben wir hier? Ich müsste auf der Karte sowieso mal alle Punkte freischalten. Neuer Hintergrund. Weil, guck mal. Wir haben immer noch den kleinen Bereich gehabt. Wir waren noch nie hinten irgendwo, wo die großen Berge sind. Und ich mach das mal. Wir nehmen mal so einen kleinen Weg. Ich laufe mal ganz kurz darüber, Wegpunkt setzen. Dann schauen wir uns mal noch ein bisschen die Umgebung an. Weil ich finde es eigentlich recht schön hier. Also, ne, also grafisch her kann keiner meckern, dass das Spiel irgendwie scheiße aussieht. Ich weiß, jetzt kommen die PC-Spieler wieder. Ah, das ist doch, Es reicht. Mehr braucht man nicht. Ich sitze hier mit dem Kopf gleich vor der Mattscheibe. Also der Bildschirm ist ja hier. Ja, ich fasse gerade ran. Ist nicht weit weg. Und für mich sieht das gut aus. Ich brauche hier auch keinen 4K oder sowas. 1080p reicht für mich immer noch komplett aus. Ich weiß, ich schwenke jetzt wieder auf ein anderes Thema um, ne? 4K und so ist irgendwo die Zukunft. Warnruf. Okay, da hinten könnte Kacke sein. 4K ist irgendwo die Zukunft, aber für mich relativ nicht relevant. Keine Ahnung, 1080p sieht gut aus, 4K. Ich sitze nicht so nah vom Bildschirm, dass ich jeden einzelnen Pixel zählen muss. Für mich, keine Ahnung, macht für mich wenig Sinn. Für mich reicht es komplett. Ich meine, es sieht zwar auf 4K, es sieht alles ultra scharf aus und so. Aber zum Beispiel, ich habe es ja, glaube ich, auf Twitter schon geschrieben. Grafisch her, zum Beispiel das Spiel World of Warcraft, wer es kennt. Hier ist Scott. There you go. Some prime bear poo. Bear poo. Just a couple more samples should do it. Habe ich das jetzt abgeschlossen? Nee, brauch nochmal. Dreimal. Okay, ich folge aber der Spur, der kackt bestimmt. Dann nicht drei verschiedene. Grafisch her, World of Warcraft, finde ich für mich beste Grafik. Es frisst durch viel Performance, es sieht schön aus, es schmeichelt den Augen. Und es muss nicht alles immer hochglanzpoliert sein, dass es aussieht wie echt. Ganz im Gegenteil, für mich, ich mag manchmal dieses leicht verspielte Grafik, die nicht so viel erfordert, aber immer noch ja so ein Alleinstellungsmerkmal hat. Ne? Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Der hat unter den Stein geschissen. Wie machst denn du das? Wie kann man denn unter den Stein kacken? Das hat der Bär mit Absicht gemacht. Das ist seine Toilette gewesen. Stein hoch, Kacke drunter. Oh, da stinkt das nicht so. So, schauen wir mal lang. Vielleicht erwischen wir den noch. Da hat er sein letztes Mal geschissen. Aber hätten wir in dem Kackhaufen statt sehr alt, ne? Aber der ist doch gar nicht so weit weg. Er hat dann noch einen Warnruf gemacht. Warum stand er sehr alt? So. Einmal den Weg lang. Hast du noch irgendwo gekackt? Ich stand aber wirklich da. Drei Kothaufen, ne? Nicht von verschiedenen. Great. Ja. I think that's enough. I'll let Tramp find no. Okay. Haben wir die Aufgabe auch erledigt. Was haben wir denn fürs nächste Mal? Der ist mit dem Fuchs. Ich krieg das nicht hin. Ich krieg das Vieh nicht gefangen. Wir haben noch ein paar Nebenaufgaben, die können wir das nächste Mal machen. Ja, die können wir das nächste Mal machen. Mach erstmal hier ein Päuschen. Neue Stufe erlangt, Geldbonus und so weiter und so fort. Dann haben wir zwei Tiere erlegt, ein bisschen Punkte verdient, Mission abgeschlossen. Was sagt das Geld? 25.000. Wir sind bald nah dran, dass wir uns die nächste Waffe kaufen können. Und ja, mach erstmal Folgenpäuschen. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Themen haben dir heute ein bisschen gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Haust rein, mach's gut. Ciao.